Raja unsere Ehrengäste. Das macht mich krank. Es ist an der Göttin, über die Kaja zu richten. Nicht an mir. Vergangenheit sollte Vergangenheit bleiben. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omni und wir sind ja jetzt in diesem Stand. Wir haben jetzt dieses Ritual oder diese Segnung oder so hinter uns und wir wollten, genau, wir müssen jetzt... Hä, zur Segnungszeremonie? Ich dachte, da waren wir schon. Na gut, es kann natürlich sein, dass wir jetzt, weil ich nehme jetzt... Entschuldigung. Ich nehme jetzt an einem neuen Tag auf. Kann natürlich sein, dass wir die Zeremonie jetzt nochmal machen müssen. Wir beginnen mit der Segnung. Alle Aspiranten da sind. Ja, okay, dann müssen wir die jetzt nochmal machen, weil, wie gesagt, ich nehme es jetzt an einem neuen Tag auf. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Zu Ehren meiner Mutter, die mich gleich nach meiner Geburt im Stich gelassen hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn ich Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaussteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Angeblich bittet er bei einem Sieg um einen Fruchtbarkeitssegen. Aber nicht mit seiner Freundin, sondern der Schwester. Alles klar, dann reden wir nochmal mit Olin. Wenn ansatzweise eine Kriegerin wie ihre Mutter ist, wird sie gewinnen. Hallo, Olin. Du kennst meinen Namen? Du weißt ihn von Erend. Warum hast du dich vorhin so komisch benommen? Muss dieses Fest sein? Ich mag wirklich keine Menschenmengen. Vielleicht sollte ich einfach... Weich mir nicht dauernd aus. Schon gut, ganz ruhig. Was willst du wissen? Wo hast du deinen Fokus gefunden? Außer mir hat niemand einen Fokus. Wo genau hast du ihn her? In einer Ruine nördlich des Landes, das wir Osaram unser Anrecht nennen. Dort oben gibt es sehr viel Metall, Stahlriesen, teils unter der Erde begraben, vergessene Höhlen, die die Alten in den Fels gebohrt haben. Deine Augen leuchten. Ich habe meinen Fokus aus genau so einer Höhle, aus einer Ruine der Alten. Wenn du auch stümpern warst, weißt du so viel wie ich darüber. Frag diese Orte nach Antworten, nicht mich. Dein Fokus hatte eine Fehlfunktion? Als wir vorhin sprachen, hast du gezuckt. Und ausgesehen, als ob dir was wehtut. Oder Angst macht. Hat dein Fokus dir etwas gezeigt? Er hat mir gar nichts gezeigt. Wie gesagt, eine Fehlfunktion. Das passiert ständig. Okay, dann wähle ich dieses Mal, ist mir nie passiert. Bei meinem aber nicht. Und ich hatte ihn schon als Kind. Dann ist deiner wohl besser. Hier gibt es bestimmt viele Relikte. Schließlich habt ihr Nora Angst vorm Ruinenstöbern. Sie halten Ruinen für verflucht. Doch das ist nicht meine Meinung. Wenn bei den Nora Wissen als Fluch gilt, haben sie wohl recht. Wer bist du? Was machst du hier, Olin? Was machst du im Nora-Land? Erin brauchte einen Expeditionsführer und einen Kumpel zum Trinken. Sonst nichts. Jemanden, der auf den Priester aufpasst.
Wenn das hier vorbei ist, geht's zurück in die Ruinen, auf der Suche nach Schrott oder nach Schmuck zum Verkaufen. Du bist also Forscher? Ich bin nur ein fremder Mädchen. Man muss seine Scherben verdienen. Ich verdiene meine eben als Diener des Königshofs. Das ist alles. Okay. Ich hätte mehr von dir erwartet. Ich verstehe das nicht. Wir haben beide dieses Gerät, aber du willst überhaupt nicht mit mir reden. Ich suche hier auch keine Freunde, Mädchen. Den Ärger brauche ich nicht. Ich bin es gewohnt, gemieden zu werden. Ich dachte, du bist anders. Ist nichts Persönliches. Ganz sicher nicht. Du solltest heute Abend mal Spaß haben. Großer Tag morgen. Man sollte jeden Tag genießen. Man weiß ja nie. Okay. Vielleicht sorgt die Ausgestoßene für eine Überraschung. Immerhin hat Ross die trainiert. Gut, jetzt müssen wir zur Jägerhütte. Jetzt geht's richtig los. Gehen wir bitte auf die Seite. Ich möchte da durch. Ja, das will was heißen. Bin gespannt, was uns jetzt in der Jägerhütte erwartet. Mutterloses Gör. Wie bitte? Geh ins Bett, ausgestoßen, und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an, Besuch aus der Wildnis, das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein. Dachte mir doch, als ich den gesehen habe, den kenne ich irgendwoher. Die Fremden sind wohl interessant für dich. Aber haben wollten sie dich auch nicht, hm? Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du hast Angst. Du spürst es. Du weißt jetzt schon, dass du verlierst. Ha! Ich habe mein Leben lang dafür trainiert. Ich habe keine Angst vor dir. Ich habe vor gar nichts Angst. Wirklich? Selbstvertrauen ist still. Du nicht. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Tja, dein dummes Gesicht, als ich dir den Stein wegschlug, war schon lustig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande. Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Okay, wer bist du? Speichellecker. Ja, kann ich mir vorstellen. Es ist spät und ich habe dir nichts zu sagen. Mhm. Rede mit Vala. Bist du die Vala? Bist du die Vala? Warum kann ich jetzt nicht? Ja. Nee. Ah, hier, Vala. Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke.
Jetzt muss ich mich da jetzt hier ins Bett legen. Nun gut, dann gute Nacht. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Boah. Ach, nicht schlecht. Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus. Macht euch bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Das ist ein Graser! Okay, was muss ich jetzt machen? Ich mach einfach mal mit. Wollte keine Trophäe, erledige einen Graser. Okay, nimm mal mit. Die Trophäe ist hin, ausgestoßen. Du brauchst wohl eine neue. Wo ist der Bast? Wo ist der Bast? Seine Trophäe hole ich mir. Nennt man das nicht Skull? Naja, gut. Und nochmal. Muss wohl für den Anfang hier so ein Ding reichen. So ein Gras erreichen. Kümmern wir uns später um den Barst. Ich muss sie einholen. Ah, wo sind sie denn? Da hinten. Ich muss sie einholen. Ganz ruhig. Bringt es einfach zu Ende. Alle bis auf eine. Kommt die Ausgestoßene? Sie war hinter mir. Sie sah stärker aus. Du bist die Letzte. Kannst von hier aus auch laufen. Bast wird gewinnen oder Vala. Du wirst zur Kriegerin, wenn du zum Ziel gelangst. Oh, warte, das ist ein alter Pfad. Dort sind zwei gestorben. Er fällt auseinander. Besser Letzte sein, als zu sterben. Ho, 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 ho! Bei der Urmutter ist sie irre! Sie bringt sich noch um! Es wird nicht leichter! Du bist verrückt, wenn du da lang gehst! Halt doch deine Klappe, Mensch! Muss mich konzentrieren, Mann! Jetzt mach schon!
Schneller! Wo muss ich nicht denn nachlassen. Hin? Achso, oben rauf. Oh, hey, ich muss weitermachen. Die Aufgestoßene! Im alten Pfad? Ist sie irre? Gut, ich hol auf. Die Ausgestoßene holt auf! Wie ist sie darauf gekommen? Oh, geschafft. Jetzt mach schon. Beeilung. Weiter so. Gehe ich überhaupt richtig? Ja. So, komm jetzt da oben rauf. Mein Leben lang dafür trainiert. Und Sie noch eins weiter. Stand, wow. Aber ich hatte die Wildnis. Präzision. Nicht genug. Los. Sei perfekt. Vorsichtig, vorsichtig. Los, jetzt komm, jetzt. Du schaffst es. Sie werden mich nicht schlagen. Das war kein Sieg! Sie hat geschummelt! Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Niemals! Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Du hast's geschafft. Wie ihr alle, wenn ihr eure Trophäen auf den Altar legt. Doch es ist Aloy, einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Haltet sie fest, bis die anderen da sind. Wir müssen hier weg. Das ist der Ausweg. Aber nicht, wenn sie auf uns schießen. Tote können nicht schießen. Lenk sie ab. Ich finde einen Weg. Bast! Bast! Machst du mit? Bin dabei! Dann mal los. Jetzt! So, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Und ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Omni.